So, wir riegen jetzt das Slalomsegel auf von Duoton, ehemals North. Einige Dinge sind sehr speziell für die Segelmarke, funktioniert sehr gut. Fangen wir mit dem Segel an, ist ein 7,7 Quadratmeter Segel. Einfach mal ausrollen. Der zweite Grund ist, dass der Mast einfacher in die Masttasche wird. Was man auch noch machen kann, ist, damit man den Mast immer gleich hat und immer gleich ins Segel hineinliegt, kann man schauen, dass die Beschriftung immer übereinander liegt gerade und dann zur Vorderseite hin liegt, damit die Camber nicht auf diesen Beschriftungen scheuern. Sehr wichtig bei den ganzen Slalomsegeln, der Mast sollte immer oberhalb der Latten sein, wenn man den Mast in die Masttasche hineinschiebt. Bei allen. Bei dem Segel ist es jetzt so, dass die Krümmung relativ gering ist, das heißt, man kann eigentlich den Mast bis ganz nach oben schieben und jetzt immer schauen, dass der Mast ganz einrastet. Und hier überprüfen, ob der Mast bis zum Anschlag in der Kappe drinnen ist. Dann die Verlängerung. Ist jetzt eine Power Extension mit Ratschelsystem. Hier schauen wir noch einmal, ob die Beschriftung wirklich nach vorne zeigt. Den Mast so drehen. Dann haben die Camber eigentlich auf der Rückseite ganz eine friktionsfreie Rotationsmöglichkeit. Bei der Power Extension einfach einmal durchlupen. Man kann sich sehr genau an die super Beschriftungen halten. Wir haben jetzt da einen Mast mit 483 cm Länge plus minus 1 cm. Ich habe jetzt einmal die Verlängerung auf 24 cm eingestellt. Dann einfach hier einhängen und einfach um den Ratschenmechanismus auf Dauer zu schonen. Nach wie vor, wie bei einer normalen Verlängerung, unten einmal mittelkräftig anziehen. Je weniger Weg man hat, desto weniger oft muss man die Ratsche betätigen und das schont den Mechanismus auf Dauer. Dann bei den Segeln unten ruhig einmal so 75-80% der Vorliegspannung und der Länge durchziehen, um das Ganze vorzuspannen. Dann kommt auch der Mast näher an die Masttaschenaussparung. Dann einfach den Gabelbaum nehmen. Das ist jetzt ein Slalomsegel mit einem Trimsystem. Ist eigentlich nur wichtig, dass man hier den Dampen zum Anziehen ganz locker lässt, damit man den meisten Weg hat. Hinten einmal anziehen, auflegen. Eingreifen, Gabelbaum anlegen, öffnen, damit man den Dampen herumlegen kann und schon ungefähr auf die gewünschte Länge geben. Man muss nur berechnen, dass man jetzt unten circa so viel 10 cm dann noch hinunterziehen kann. Aber das kann man auch im Nachhinein dann noch adjustieren. Dann auch wieder typisch für Duotone, ehemals North. Super System, auch wieder zum Einlupen. Hier gibt es dieses Verstellrad in die Lasche mit hineinziehen und dann ganz einfach herumdrehen und schauen, dass die Dampenführung möglichst ohne Überschneidung sauber rennt. Dann kann man einfach auf einer Seite einmal etwas die Spannung anziehen. Oberseite
Man muss gar nicht bis zum Schluss durchgehen, dann kann man anfangen, die Camber auf den Mast zu tun. Bei den Segeln, ich fange immer mit dem Camber unterhalb der Gabel an, das heißt der zweite von unten, von oben in die Masttasche hineingreifen und auf die Latte leichten Druck ausüben und den Camber von unten auf den Mast hinaufgeben. Dann den ersten Camber von unten, gleiches Spiel, von außen greifen, innen Druck geben und den Camber auf die Masttasche geben. Dann als drittes den Camber. Wir haben jetzt etwas wenig Vorlegspannung, das heißt, der hält noch gar nicht. Dann kann man hier wieder etwas nachziehen. Nicht komplett. Dann kriegt man den Camber auch drauf, der hält. Der springt meistens bei diesen Segeln, wenn man es richtig eingestellt hat, zum Schluss sogar von alleine drauf. Jetzt kann man die Vorlegspannung bis zur gewünschten Spannung erhöhen. Da gibt es auch wieder ein total einfaches System. Es ist hier eine Markierung im Segel oben. Für sehr starken Wind soll das Loose Leech, also dieser gewellte Bereich beim Segel, maximal bis zu dem Punkt im Segel gehen. Mehr sollte man auf keinen Fall machen, weil man sonst das Segel von der Vorlegspannung überspannt. Wenn das Segel jetzt wirklich richtig getrimmt ist, jetzt kann man dann noch hinten die Achterlichtspannung auf den gewünschten Bereich geben und notfalls unten noch einmal nachjustieren. Super easy.